hat fast eine halbe Sekunde Vorsprung jetzt auf Steffi Brunner. Zwölfte nach dem ersten Durchgang. Bodenkontakt gehabt jetzt. Gut, gut gefahren, ja. Sehr schön gefahren, auch da die Linie gut erwischt. Gibt immer die Hände dann oft noch vor, boxt die Stange richtig weg. 23, ja, super Zeit. Ja, wobei dieses Hände nach vorgeben kann im Steilhang zum Problem werden. Hast du schon gesehen? Gibt sie noch vor, das Skiende löst sich dadurch, weil sie übergreift, hier noch einmal. Und damit verliert sie den Kantengrip am Ende des Skis und muss querstellen. 43, 46 und auch da tickt die Uhr weiter. Eine Sekunde verloren auf Steffi Brunner. Über eine Sekunde. 53, 18, bei weitem unerreichbar für Maruscha Ferk, die auch weit zurückfällt. Nur 7, 6, Eco mit Saint-Germain, der jungen Kanadier.